Wir erarbeiten zurzeit eine neue Vision fürs Alter in Basel-Stadt. Und wie weit sind wir schon da damit? Wir haben alle Departemente einbezogen, die Landgemeinden. Wir haben mit den Seniorinnen und Seniorenorganisationen geredet, mit den Pflegeheimen, Spitex-Organisationen. Wir haben einen Workshop gemacht, haben Befragungen durchgeführt. Jetzt gibt es einen ersten Entwurf. Und wir möchten jetzt alle Baslerinnen und Basler zu diesem Entwurf befragen. Gut älter werden in Basel-Stadt. Am Rheinknie prägen positive Bilder den Umgang der Generationen untereinander. Dann wäre ja die nächste Frage, und wie setzen ihr das um? Genau, wie kommen wir beispielsweise dazu, dass Leute, die keinen Computer haben oder nicht gerne den Computer bedienen, trotzdem zu ihren Informationen kommen? Und wie sorgt ihr dafür, dass ältere Menschen eine altersgerechte, zahlbare Wohnung finden in der Stadt? Richtig, es gibt noch viele Fragen zu diskutieren. Wir wären sehr froh, wenn sich jetzt möglichst viele Leute an dieser Umfrage beteiligen würden. Es ist ganz einfach. Bitte gehen Sie auf www.alter.bs.ch. Dort werden Sie dann durch alle Fragen durchgeführt. Wenn Sie eben nicht so gerne am Computer arbeiten, dann schicken wir Ihnen diese Fragen sehr gerne auch auf Papier schicken. Es ist ja schon eine gute Sache, so eine Umfrage zu machen. Aber ich denke, es wäre halt schon schöner und geselliger gewesen, wenn man das hätte live machen können, an einem Ort, wo die Leute sich hätten treffen können und die Fragen miteinander diskutieren. Aber offenbar kann man das jetzt nicht so machen. Und darum empfehle ich allen, machen Sie mit bei dieser Computerumfrage. Genau, wir können gerade anfangen, Frau Konstantinidis. Die erste Frage ist, wie alt sind Sie? Oh ja, Entschuldigung. Ich gehe weiter. In welchem Quartier leben Sie und was sind Ihre wichtigsten Anliegen?